Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Albert. Wir sind gerade dabei, unsere dritte Basis aufzubauen. Also wir haben sie schon aufgebaut, allerdings natürlich noch nicht perfekt. Und ja, also sie ist noch nicht fertig. Wir brauchen noch Betten, wir brauchen noch einiges dort, damit wir... Damit das alles ready ist. Wir haben da auch schon Hochöfen hingesetzt, weil dort ist Steinkohle und Erz. Also den Spot müsst ihr euch wirklich, solltet ihr euch bei einer Entscheidung einer Basis auch gönnen. Der ist auf dem Berg drauf. Oder die Basis ist auf dem Berg, sprich ihr könnt nur angegriffen werden von Vögeln. Wir haben hier Steinkohlevorkommen und Eisen, wobei ich jetzt aber schon einen Pearl hier definitiv wieder wegnehmen, und zwar ihn hier. Weil wir brauchen keinen Strom. Zumindest ist das derzeit erstmal nicht geplant. Was wir brauchen, ist noch hier jemand, der Aussaat macht. Weil er kommt alleine trotz einer Dreier-Aussaat nicht hinterher. Deswegen müssen wir noch mal gucken, wen wir noch haben. Und da gucken wir von hinten an. Wer wirklich speziell für Aussaat gedacht ist. Er hier. Aussaat und Pflücken. Oder sie. Okay. Perfekt. Nehmen wir die beiden Bosse. Ja, jetzt am Anfang wird natürlich noch eine Menge gebaut. Er macht beides. Metall und. Er macht auch alles. Plus Transport. Also er ist hier für Transport. Die machen reine Bergarbeit. Hiervon wollen wir noch einen holen, weil den werden wir einsetzen für unsere Hochöfen. Hier. Wo wir einfach mal das Metall herstellen können. Oder wir machen das jetzt folgender. Wir brauchen hiervon auch noch Barren. Wir haben keine mehr. Lass ihn doch einfach mal Barren herstellen. Ich hoffe, er macht das. Wo willst du hin? Ein Pearl gönnt sich eine Pause. Das ist in Ordnung. Wir wollen jetzt hier noch natürlich verschiedene Sachen bauen. Also erstmal müssen die hier fertig werden, das ist klar. Wir haben hier noch 1, 2, 3 Betten. Das ist gut, dass es nicht noch mehr Betten sind. So. Weiß gar nicht, wo unser Flugs-Dingsy-Dongsy ist. Wo ist der denn hin? So, ich will hier auf alle Fälle auch noch eine Farm bauen. Das Problem, was ich jetzt gerade nur so ein bisschen habe, ist, ich weiß gerade nicht, wo die Spots sind. Von den, Metall. Also, wo das Metall gerade spawnt. Weil ich glaube, hier spawnt Metall. Müssen wir gleich mal gucken. Denn eine Farm würde ich gerne noch bauen. Da kann ich nämlich dann die Hühnchen reinstecken. Die ist aber sehr groß, ne? Hm. Dann machen wir es anders. Dich weg. Dann gucken wir, kriegen wir die Farm hier hin? Ist so ein... Du willst mich jetzt veräppeln, oder? Ich krieg die... Doch, ich krieg die Farm hier hin. Aber... Nicht drauf, oder? Ah. Also das müsste theoretisch hoffentlich noch gehen. Ja, dass du da gerade im Weg bist, ist mir bewusst. Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Danke. So, die Farm. Die Saat und die Beeren direkt daneben. So. Dann würde ich nämlich hier noch zwei Hühnchen einsetzen. Tatsächlich, wir haben ja noch zwei Hühnchen. Und Eier produzieren.
Wir brauchen hier noch einen Ofen. Was brauchen wir dafür? Drei Feuerdrüsen, 15 Metall. Er ruht sich noch aus. Aber er hat einfach mal 67 schon hergestellt. Okay, die können wir natürlich schon mal hier einlagern. Nach drüben werden wir definitiv auch noch welche mitnehmen. Und wir brauchen Drüsen. Weil wir müssen hier auch Nahrung herstellen. Da reicht... Ich würde sogar sagen, da reicht uns theoretisch ein Ofen. Wir bauen aber zwei, einfach zur Sicherheit. Einfach zur Sicherheit bauen wir zwei. Ne, Feuerdrüsen waren hier drüben, ne? Hier. Ja. Die Tomate, die wir noch dabei haben, könnten wir vielleicht noch hier mit reinstopfen. Vielleicht. So. Habt ihr hier? Achso, was brauchen wir denn für ein... Nee. Hier für eine Oase. 20 Zement. Okay, wir besorgen mal 20 Zement. Am besten 40. Das Problem ist auch da, wir müssen gucken, wo wir die hinbauen. So. Und was noch? Was brauchen wir noch? 30 Palladium. Na, die haben wir. Die müssten wir doch noch haben hier. 30 Palladium. Bedeutet 60. Ja. Okay. Dann gehen wir doch mal Logi-Logi machen. So. Okay. Ihr seid am Aussaat. Was machst du jetzt hier? Du auch? Okay. Ah, ihr seht erstmal das. Okay. Und die Hühnchen sind schon am Legen. Gut, wir haben 15 Betten. Wir brauchen 16. Wir haben ein Bett vergessen zu bauen. Und wir brauchen Holz. Okay. Wir haben so viel Holz hier schon wieder verbaut. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Ich weiß ja nicht mal, wo unser Flieger ist. Das ist ja das Problem. Also, wir holen mal ihn kurz ran. Und wir holen mal ihn kurz ran, weil ich keine Ahnung habe, wo er... Wo unser Flieger wirklich hin ist. Muss ich leider so sagen. So, haben wir jetzt dafür genug? Nee, immer noch nicht. Das reicht auch noch nicht, wa? Nee. Jetzt aber. Okay, das Problem ist, auch hier, in meinen Augen, wir brauchen ein Fundament. Nein. Da will nicht mehr? Okay, na dann bauen wir da noch eins ran. Obwohl ich jetzt so die Dinger baue, ich glaube, das ist einfacher für die. So. Ich hoffe, dass wir haben noch für ein... Naja, natürlich. Jetzt fehlt ein einziges Holz.
Natürlich. So. Haben wir hier noch Holz? Ja, zumindest eine Oase kriegen wir hier hin. Bauen wir eine Zone und dann müssen wir eine heiße Quelle. Da brauchen wir 10 Pearlsaft. Nee, ich will aber keine Pearlsaft, also keine Pearls hierfür. Oh, hier kriegen wir noch eine hin. Oh, das wäre gut. Ja, dann bauen wir hier noch eine hin. So. Zwei Quellen. Eier. Okay. Ein Bett fehlt uns tatsächlich. Oder kriegen wir mehr als 15 Pearls rein? Hier war so wie 16. Nee, tatsächlich nur 15. Okay, gut. Dann Produktion Essen. Oder war das unter Nahrung? Ja, tatsächlich. Ja toll, uns fehlt immer noch Holz. So. Wo ist eigentlich wieder unser Flieger hin? Also die sind schon mal richtig krass, was Bergbau angeht. Muss man einfach mal so sagen. So, und wahrscheinlich dadurch, dass sie im Partner, also Partner du und oder im Du unterwegs sind, ist es nochmal eine Nummer krasser. Trotzdem weiß ich schon wieder nicht, wo unser Flieger hin ist. Wo rennt der? Also jetzt mal ernsthaft, wo rennt denn unser Flieger rum? Nee, da nicht. Wollte das eigentlich hier reinpacken. So. So. Also, ach, da ist er. Okay, er ist auf jeden Fall da. So viel ist schon mal klar. Okay, dann haben wir jetzt... Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir... Also die beiden auf alle Fälle, die beiden auf alle Fälle, die beiden auf alle Fälle. Wir brauchen ihn fürs Gießen. Für die Bewässerung. Wir brauchen noch jemanden für die Bewässerung. Also wir brauchen am besten wirklich zwei Mann für die Bewässerung. Könnt natürlich ihn nehmen. Aber der hat nur eine 1 in der Bewässerung. Er war immerhin eine 2, ist aber ein langsamer Transporteur. Das haben wir ja schon festgestellt. Haben wir noch jemanden, der Wasser kann hier hinten? Ah, nur eine 1. Du hast eine 3. Also du wärst nur fürs Wässern zuständig. Dann bräuchte ich ihn rein technisch gesehen nicht mehr. Du machst sonst einen auf Langeweile. Ah, finde ich auch nicht so toll. Hier, er ist auch nur fürs Wässern. Na, da ist er auf jeden Fall besser. Eledele. Ah, macht nichts Wässern, schade. Hm. Er ist halt transparent. Ah, nee. Hm.
Ja, bleibt mir eigentlich fast nur er übrig, ne? Damit wir eine doppelte Bewässerung haben. Dann haben wir zwei, die wässern, zwei, die pflanzen können. Ein Feuer. Wir müssen unbedingt jetzt mal in die Feuerlande. Und wir müssen ein... Oder in die Feuerlande ist gut. Aber wir müssen uns gucken. Ich weiß halt, waren die hier oder hier? Wir gehen nach da und schweben dann nach oben. Wir brauchen davon noch. Locker 1, 2, 3. Müssen wir mal gucken, dass wir einen anständigen bekommen. Was haben wir an? Hitzeschutz, okay. Ne, dich brauchen wir nicht. Ich auch nicht. Weil wir wissen, dass die in der Lava auch unterwegs waren. Das ist halt so ein Problem wegen Kampf, weil ich nicht weiß. Er könnte hier in der Lava eventuell überleben. Möglich. Aber nicht alle. So, hier mal runter. Oder was? Achso, das war der. So. Hallo, wo seid ihr? Sind die alle? Da sind nur die. Da sind die. Ah. Nope. Auch ihr nicht. Ich habe ja kein Problem damit, weil Eier brauche ich so oder so, aber das. Dann sind wir vielleicht zum falschen Spot gerade, ne? Das kann gut sein, dass sie in der anderen Zone, also drüben, sind. Dann könnten wir eventuell den Boss probieren, wenn wir schon mal hier sind. Weil bauen tun sie, sie haben theoretisch Nahrung. Das sollte also nicht das Thema sein. Und der Boss müsste ja hier auch irgendwo in der Ecke... Na toll, ja. Irgendwo rum ein. Das ist wieder so typisch. Also Statuen haben... Ich liebe es, dass sie so einen Überschuss an Statuen gemacht haben. Ehrlich, ich liebe es, weil man sich nicht dumm und dämlich suchen muss. So, von euch bräuchten wir, glaube ich, auch noch welche, ne? Dann lass uns doch gleich euch auch noch mal holen. Also, gehen wir nach da. Das Problem wird nur sein. Das ist gut. Oh. Ach, komm schon. Du bist fast down. So. Ja, siehst du, davon braucht man nämlich auch noch einige. Mit wem kämpfen die hier? Oh, der ist nur 30, der ist tot. Oder? Danke. Aha. Könnte natürlich auch die Wasserbombe mal schmeißen. Oh, das ist eine goldene Truhe.
Danke für die Seele. Wie gesagt, wenn wir gleich hier sind, können wir die auch fangen. Oder zumindest versuchen zu fangen. Für uns gab das 18.000 und für die gerade mal 800. Das ist ein Witz, oder? Ja, eindeutig. Wir müssen Bosse jagen. Anders geht's ja gar nicht. Also sonst kriegt ihr ja gar keine XP, meine Freunde. So, trotzdem ist das für uns selber schon mal gut, weil wir brauchen natürlich auch XP. Da ist er. Ich hätte ihn gerne. Wir haben jetzt davon 56. Die Frage... Wo ist er denn hin? Hä? What the hell? Da. Was hat er denn für Probleme, Borel? Wo rennst du denn hin? Oh oh. Bitteschön. Wir machen ja auch an ihm so gut wie gar keinen Schaden. Komm mal her. Wir probieren es mal mit dir. Wenn nicht, hauen wir ab. Wenn nicht, müssen wir abhauen. Vergiss es. Wenn dann er. Also er könnte noch in irgendeiner Form. Ah, diese Kampfzone ist dämlich. Komm mal her, Anubis. Diese Kampfzone hier ist nicht gut. Hier wäre sie besser, etwas besser gewesen. Deswegen komm mal her. Sieben. Vergiss es, wir hauen ab. Bis wir den down haben, das dauert ja ewig. Aber da müssen wir, da müssen unsere Perks erstmal steigen. Also, sorry. Er tut mir zwar leid. Aber den schaffen wir nicht. Nicht mit den Perks, die wir gerade dabei haben. Also nicht, oder anders ausgedrückt, nicht mit der Stufe. Die müssen die gleiche Stufe haben, die Perks. Weil wir machen einfach keinen Schaden an denen. So, trotzdem haben wir natürlich das Problem, dass wir immer noch so einen suchen. Aber die werden anscheinend doch auf der anderen Seite sein. Der Lava. Wir haben halt hier Haufen Eier. Also wirklich Haufen Eier. Wir haben jetzt ihn hier noch. Der ist aber... doofe Position. Komm mal her. Okay, das war... Das stimmt, das war ja ein großer Ball. Okay, haben wir direkt gefangen. Perfekt. Vier brauchen wir dann davon noch. Aber wir nähern uns der 47. Da ist ja noch einer. Mach das doch. Komm her. Oh. Wir müssen noch kurz... Ja, der Angriff dauert halt eine Weile. Aber den holen wir uns auch noch. Oder auch nicht. Stimmt. Ah, ich vergesse immer, wenn die schlafen, sind die ja anfälliger. Weil die mit dem Angriff nicht rechnen. Naja. Gab 1000 gerade mal. Da ist noch, glaube ich, einer. Ja, haben wir den dabei ohne Ende, ey. Halleluja.
So. Ist ja auch Feuer. Du bist nicht tot, oder? Oh, Gott sei Dank. So, drei bräuchten wir von denen noch. So, wir gehen mal. Ach. Ja, wir sind jetzt eigentlich bei der Lava durch. Wo ist denn der nächste? Da hinten. Ah, da fliegen wir jetzt mal hin. Ab nach Hause, Eier abgeben. Und dann... gehen wir weiter. So, nimm mal den... Hier richtig, jo. Was ist denn der? So, der war hier in den... Ah, sehe ich schon, ja. In den Häuselein. Geschwind, geschwind. Wie das himmlische Kind. Oh ja, von euch bräuchten wir eigentlich auch noch. Da müssen wir nachts jagen gehen hier. Eins nach dem anderen. Wir haben die jetzt mitgenommen, weil wir sowieso brauchten. Das ist gut. Und wir stürzen genau auf einen ab, ne? Hallo! Pferd. Oh, das Pferd brauchen wir aber auch. Na toll. Kommen wir hier nicht durch? Bitte nicht töten. Reicht. Sehr gut, haben wir vier. So, wo waren jetzt da? Ach, guck mal, dann nehmen wir noch das fünfte mit. Na, 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 na. Hörst du wohl? Danke dir. Das haben wir schon, okay. Dum, 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 dum. Euch brauchen wir nicht. So. Da. Natürlich ist mir hier kalt. Ja. Ei, ei, ei. Okay, das ist noch nicht fertig, aber zwei zumindest schon mal fertig. Okay. Oh, sehr gut. Von dem hatten wir auch erst... noch nicht so viele. Und auch wieder eins. Das gibt wieder Points für uns. 36k. Sehr gut. So, das bedeutet auch, wir müssen ihn mal neu sortieren. Ich weiß nicht mehr, wo der drin war. Irgendwo weiter unten, aber wo? Nee, das war er nicht. Das war Grisbold. Den haben wir irgendwo anders her. Wo war er denn zu sortiert? Hä? War er so weit unten? Okay. Du warst hier. Gut. Dich. Ja. Dich auch. Da. Die Pferdchen. Da. Gucken wir jetzt mal, was wir davon... Okay, wir haben Handwerker, unbelastbar, aber Drachengeborener. Richtig. Drachengeborener. Also eigentlich wäre er gar nicht mal so verkehrt, wenn... Was hat er? Guter Läufer. Nö, dann nehmen wir ihn hier. Anstelle von ihm. So, und werden ihn direkt auch hochbringen.
Warte mal, ich muss erstmal mich orientieren da. Ihr wollt mich doch verkohleiern. Lasst mich doch mal in Ruhe Sachen machen. So, okay. Er hier. Ist ein Grobian. Wir haben einfach nur einen Grobian. Dann behalten wir den Handwerkermeister, ne? So. Obwohl, besser noch Anubis. Hier, bitteschön, Anubis. Da. Kümmer dich drum. Danke. So. Okay. Von den Äffchen haben wir auch 4 mittlerweile. Wo waren die denn? Da. Okay, dann können wir den jetzt die auch hochbringen erstmal. Du bist bestimmt noch nicht doppelt da. Ich glaube, dich hatten wir jetzt das zweite Mal eingefangen. So. Oh, da war einer anscheinend etwas besser. Weil den vierten braucht man nicht mehr. Okay. So. Bedeutet auch, dass wir den erstmal verkaufen könnten dann. Ihn können wir verkaufen, ihn können wir verkaufen, ne? Ja. Ja. So. Wie sieht's mit unseren E aus? Oh, da könnten wir sogar noch einen gebrauchen. Ja? Haben wir den nicht gerade hochgebracht? Hier war so. Jo, da können wir also die beiden sogar verkaufen. Okay. Sammelt ihr gerade den Mist ein, den die hier fallen lassen haben? Okay, Sturmgewehrmunition, sehr gut, gefällt mir. Seelen. Das kann verkauft werden. Nee, das kam hier rein, ne? Halt. Da und da. Du bist gleich fertig. Hier, wir können schon mal Eier reinpacken. Einfach, ja, weil. Eins können wir dabei behalten, weil das brüten wir noch aus. Bevor wir losziehen. Aber dann haben wir erstmal genügend Feuereier, würde ich jetzt behaupten. Wir brauchen Metall hier. Ganz dringend, damit wir mehr von den Barren herstellen können. Ihr könnt mal noch ein bisschen. Oh, Schießpulver geht uns aus. Oh, Schießpulver geht uns tatsächlich aus. Wir wissen, dass wir dort eine Schießpulverproduktion haben. Oder eine Schießpulveranlage. Aber da uns Metall ausgeht, holen wir erstmal das Metall. Ich frage mich tatsächlich gerade, wo die das Palladium herholen. Oder ich mache jetzt mal wieder einen großen Gang. Und hole mal anständig Metall rüber.
Das können wir natürlich auch mal machen. Könnte natürlich auch das ganze Lager umsetzen. Aber egal, komm. Nee, wir nehmen die 1000 mit, Punkt. Halt, ich will alles mitnehmen. Ihr stellt hier noch her. Das dauert jetzt wieder ein paar Minütchen, so. Theoretisch könnten wir das auch in unserer Basis bauen, dass wir da wirklich eins so ein, ja, haben, wo wir direkt, wenn wir rauskommen sozusagen, also hin und her spotten, hier direkt ein Lager irgendwie haben. Würde ich aber nicht so schön finden. Wir haben hier ein Flammen. Wir haben die beiden. Ich könnte ihn natürlich auch rübernehmen. Aber wir brauchen... Nee. Wir lassen das mal so, wie das, ne? Dam, dadam, dam, dam. Dam, dadam, dam, dam. So, 1000 Metall. Sehr schön. Dann brauchen wir, glaube ich, aber noch Kohle. Steinkohle, glaube ich. Den können wir auch verkaufen. Oder? Nee, Palladium ist es, was wir in Massen brauchen wieder. Mist. Okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Eisen und Palladium. Stellen wir davon her. Und dann viel Spaß. Viel Spaß dabei. Weil wir brauchen Palladium ja auch für die Herstellung unserer... Ja. Toll. So, ihr könnt aber bitte nochmal... Ach nee, wir brauchen Schießpulver. Schießpulver, okay. Nächste. Ja, wir könnten natürlich einen Schießpulver-Spot bauen, aber das bringt mir meiner Meinung nach nicht so viel. Also wir gehen jetzt nach hier und schauen, ob wir da noch ein paar von den Perks bekommen. Und nimm alle Cheesepulver mit, was wir kriegen können. So, also man muss auch sagen, ohne das T-Shirt würde ich hier ja umkommen. So, ein Jumbo-Ei ist immer gut. Da ist Cheesepulver, den nehmen wir mal. Ach, da bist du ja. Genau dich habe ich gesucht. Komm mal her. Davon brauchen wir Minimum ein. Okay. Wir schauen mal. Wenn nicht, kriegst du gleich... Na, Kopfschuss. Ich weiß nicht, ob ein Kopfschuss sinnvoll ist. Ah, das war, glaube ich, ganz gut, dass wir ihn nicht in den Kopf geschossen haben. Haben wir schon mal den ersten... Ach, geistig instabil. Oh, guck mal, da ist was versteckt. Ein Riesenei. Eieiei. Eine Seele. Ah, da ist ja noch einer. Hör auf, dich zu wehren. Ha? Auch von euch ein paar.
So. Upsi. Upsi, dupsi. Jetzt habe ich nicht geguckt, was der für Fähigkeiten hatte. Mann. Komm mal her. Danke dir. Warum brenne ich? Hä? Okay, das habe ich nicht verstanden, aber gut. Vielleicht sollte ich hier doch besser fliegen, ne? Wäre vielleicht etwas sinnvoller. So, wir haben 40 Grad dabei. Ja. Okay. Und da kriegen wir schon mal ein bisschen was zusammen. Schon mal gut. Ja gut, mehr wird's nicht. So. Haben wir hier noch ein oder zwei von denen? Nö. Dann ab nach Hause erstmal. Und dann können wir ja hier unten noch suchen gehen. Dann haben wir zumindest schon mal die ersten beiden. Gucken wir mal, was der nicht instabile macht. Ja. Das andere bleibt uns ja gerade nicht übrig. Außer vielleicht. Das ist ein. Ich glaube, das ist ein Jumbo-Drachenei oben auf der Spitze. Das können wir uns auch gleich noch holen. So. Ihr könnt mal bitte Schießpulver herstellen. Da, Max. Oh, wir brauchen mehr Kohle dafür. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Machen wir 400 Kohle. Autsch. Entschuldigung. Hallo? Wie viel und das? Das kommt da raus. Also wirklich, Leute. So. Achso, Essen. Da müssen wir auch noch gucken. Nicht, dass ihr unsere Tomaten weg esst. Die was fürs Omelett brauchen. Ja, habt ihr aber. Dann können wir Milch noch herstellen. Warme Milch. Achso, da werden noch welche produziert. Oh, okay. Ich dachte, ihr werdet fertig. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz mich orientieren. Nee. Du warst ja doch. Du warst doch Kühlschrank. Kühlschrank. Da war auch. Können wir dich noch mit reinpacken und dich mit reinpacken? Wenn du weg bist, bist du weg. Dann ist das so. Medizin kommt hinten rein. Seele kommt da rein. Und die kommen da rein. So. Lalalala. Ach, ein Kälbchen. Davon haben wir, glaube ich, genug drin gehabt. Und wieder ein Wirrwarr. Aber die, die wir haben, sind, glaube ich, schon oben. Glaube ich. So. Oh, guck mal, Grobian. Ist zwar ein Duckemäuser, aber ein Grobian. Aber wo muss der? Jo, den können wir doch nehmen.
Dann wirst du mal nach da gepackt. Bei den Wirrwarren, da war ich mir ziemlich sicher. Da haben wir nämlich, die sind... Ah, die, guck mal, die sind beide gerade mal auf... Die sind noch nicht hoch. Warum haben wir die noch nicht hochgebracht? Davon haben wir da auch unendlich viele schon gefangen. Und die haben wir, glaube ich, alle verkauft, ne? Ja. Die hatten wir alle verkauft. Okay. Die setzen wir drüben ein. Das kann verkauft werden. Überlegen, überlegen. Rüber. Hallo? Oh. Guten Tag. Okay, ihr kommt wirklich nicht hinterher, ne? Ich glaube, ihr kommt wirklich nicht hinterher. Wir können hier auch noch ein bisschen Steinkohle mitnehmen. Habe ich auch kein Problem mit. Du hast normales Metall hergestellt, ist auch gut. Nehmen wir mit. Wir nehmen... Ne, wir brauchen, wenn dann, ja eher dich, ne? Und davon haben wir jetzt zu viel. Können wir hier noch... Jawohl, dann können wir nämlich mal gucken, was wir damit herstellen können. Wenn wir jetzt die Sachen erstmal weggebracht haben. So, du weg, du weg. Metallbahn hinten rein, die Sporen hinten rein. Och Mann, die Zeit rennt schon wieder davon. Du da rein. Du da rein, du da rein. Und dann gehen wir schnell noch die Seele abgeben. Und... Da Cheesepulver abgeben. Davon brauchen wir trotzdem noch sehr viel mehr. Dafür brauchen wir Holzkohle. Also auch das ist eine Art Dauerproduktion, die wir theoretisch anstreben sollten. Gut, aber wir machen einfach an der Stelle jetzt Feierabend. Ja, wir machen jetzt Feierabend. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.